Oliver und Amira Pocher, Scheidungsstress wegen ihres Nachnamens Ausrufezeichen. Es wird einfach nicht ruhig um Oliver und Amira Pocher. Jetzt gibt es Ärger wegen des Nachnamens. Heißt sie bald wieder Amira Ali? Seit Wochen liefern sich Oliver und Amira Pocher einen öffentlichen Rosenkrieg. Nachdem sie angeblich einen neuen Mann an ihrer Seite hat, rastete Olli komplett aus. Immer wieder schießt er gegen seine Ex und ihren Glücksguru. Er nimmt das ganze Liebesdrama sogar in seinem Comedy-Programm auf die Schippe. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Nimmt Amira Pocher wieder ihren alten Nachnamen an? In einer seiner neuesten Instagram-Stories bezeichnet er seine, noch Ehefrau als Amira Ali. So hieß sie vor der Hochzeit mit dem Comedian. Was will Oliver damit sagen? Soll sie nach der Scheidung seinen Nachnamen ablegen? Oder will er sich nur für ihre neuesten Seitenhiebe, dass die gemeinsamen Kinder optisch zum Glück nach ihr kommen, rächen? Außerdem warf Amira Olli gerade im TV vor, dass er Lügen verbreiten würde. Wenn es nach ihm geht, kann die Scheidung gar nicht schnell genug gehen. Von meiner Seite aus ist es relativ unkompliziert. Ich habe da keine großen Punkte zu klären, plauderte der Komiker gerade im Podcast Die Pochers, frisch recycelt gegenüber seiner anderen Ex-Frau Maya Wölden aus. Die beiden haben vor der Hochzeit einen Ehevertrag unterschrieben. Für Amira damals reine Formsache, wie sie in einem Magazin damals erklärte. In dem Interview hat sie gesagt, der Ehevertrag ist nur aus Liebe und nicht wegen des Geldes. Und das werden wir vor Gericht dann gegebenenfalls sehen müssen, ob der wirklich nur da war wegen der Liebe oder wegen des Geldes, so Olli. Bleibt abzuwarten, ob Amira dann auch wieder ihren alten Nachnamen annimmt. Baywatch.